So, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde von noobtech.at. Ich möchte heute aufgrund einiger Zuschriften das Programm vorstellen, mit dem ich meinen Desktop capture, also davon Aufnahmen mache, für zum Beispiel meine Tutorials. Es ist ein Freeware-Programm. Es nennt sich Debut Video Capture Software, kann ganz einfach unter dieser URL geladen werden. Man klickt einfach hier jetzt auf Jetzt herunterladen und installiert das Ganze. Man sieht auch auf dieser Seite, was hier für Funktionen eingebunden sind. Es gibt auch noch eine Pro-Version dieses Programms. Hat dann den Vorteil, man kann eigene Logos als Wasserzeichen einfügen und noch ein paar Kleinigkeiten. Nur die werden eigentlich selten gebraucht, da man seine Videos sowieso eigentlich weiter bearbeitet oder schneidet. Ich möchte euch dann gleich zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich habe das schon mal gestartet. Wundert euch jetzt nicht, dass ich hier so einen Effekt habe. Das ist ganz einfach, weil sich ja diese Software im Prinzip mit selbst aufnimmt. Ihr seht also hier, ich kann von einer Webcam aufzeichnen. Ich kann von einer Device, sprich ich kann von einer Cam oder sonstiges aufzeichnen oder ich kann eben den Bildschirm abfilmen. Das auch mit der Webcam funktioniert auch ganz gut. Diese Schedule-Funktion ist auch nur unter der Pro-Version. Ich habe hier dann den Tab Recordings. Recordings ist nichts anderes. Dort werden unter den Vorstellungen, die ich euch noch zeigen werde, die Filme, die ihr gedreht habt, abgespeichert. Ich kann dann hier noch sagen, eine Selection. Klicken wir jetzt mal drauf. Und ich kann hier sagen, welche Sachen ich machen kann. Ich kann hier zum Beispiel Add Rectangle. Dann bekomme ich hier ein Auswahlkreuz. Dann ziehe ich einfach ein Fenster, wie ich es haben möchte. Gebe vergebenen Namen. Sage jetzt mal Test. Okay. Aha, das haben wir schon. Test 5. Haben wir sicher noch nicht. Und ich sehe, ich bekomme das sofort hier. Hat dann auch den Vorteil, ich bekomme immer genau diese Auswahl. Da klicke ich einfach an und sage Use this selection. Dann wird mir genau dieser Ausschnitt, den ich hier markiert habe, aufgenommen. Dann gehe ich zu den Optionen. Hier ist ganz klar dann eingestellt, was ich oder von wo ich aufnehmen möchte. Ich habe hier eine Webcam. Ich habe leider keine Device, wo ich capturen kann. Und ich habe ein Screen Capture. Ich habe hier Monitor 3 ausgewählt, das heißt, das Programm kennt auch, wenn ich mehrere Monitore habe, kann ich von jedem x-beliebigen Monitor das aufnehmen. Unter Audio, ganz klar, sehe ich, von welcher Quelle ich aufnehme. Ich habe dann hier den Output, das heißt, wo speichere ich das Ganze hin, kann eine laufende Nummer vergeben, etc. Dann habe ich hier noch die Hotkeys, die ich belegen kann, um zum Beispiel das Programm zu starten, beziehungsweise die Aufnahme zu starten, etc. etc. Hier ist eingestellt Control F1, also Steuerung F1 für einen Screenshot. Die Snaps sehen dann so aus. Wo speichere ich die hin? In welchem Format? In was für einer Qualität? Und Show Flash, when taking a snapshot, heißt nichts anderes, da wird mir so eine Art
Blitzlicht angezeigt, dass ich jetzt was aufgenommen habe. Hier unter diesen Einstellungen habe ich dann noch die Möglichkeit einzustellen, ob das Ganze mit dem Windows mitstarten soll oder ob die Aufnahme automatisch gestartet werden soll, wie lange maximal eine Aufnahme sein darf, etc. etc. Soll ich dann abbrechen? Hier habe ich dann die Möglichkeit, sofort auf die Pro-Version abzugraden, brauche ich aber nicht. Help, klar, Toolbox brauchen wir auch nicht. Ich kann hier dann unten einstellen, als was ich das Ganze abspeichern möchte. Seht, ich habe hier eine ganz schöne Liste. Ich kann es als AVI, WMV, ISF, MPEG, 3GP, MP4 etc. etc. aufnehmen. Optimiere das Ganze dann sofort. Ich habe dann hier noch die Optionen für die Ausgabe des Encoders. Hier seht ihr zum Beispiel meine Einstellungen. Eigentlich immer recht gut. Edit Output. Hier kann ich noch die Framerate einstellen. Ich kann sagen, er soll mir das Ganze verkleinern, vergrößern. Die Proportionen brauchen wir auch nicht. Dann habe ich hier noch die Wartemarke und Video Effects. Das habe ich leider nicht. Ich kann hier sagen noch, ich möchte hier ein Wasserzeichen setzen als Text. Ich nehme hier das allseits beliebte Noobtech und sehe sofort in der Vorschau, aha, das Ganze wieder in der Mitte angezeigt. Ich kann das jetzt nach. Vielleicht sehen wir eine andere Farbe besser. Ich kann hier dann natürlich den Fond verändern. Ich kann hier sagen, sollen wir das Ganze rot machen. Vielleicht sehen wir es dann besser. 72, okay. Ja, sieht man etwas besser. Wäre also genau in der Mitte. Ich kann es nach oben, nach unten, linksbündig, rechtsbündig. Also eigentlich so, wie es mir lustig ist. Brauche ich in dem Fall nicht. Lösche ich das wieder. Sag hier wieder Hide. Hab dann hier noch die Farben zu verändern. Ich kann hier auch einen Filter anwenden. Black und White sieht man sofort. Aha, schwarz-weiß. Als negativ. Sieht auch ganz lustig aus. Oder als Sepia im alten Stil alter Bilder. Brauche ich auch meistens nicht. Hier, wie gesagt, habe ich dann noch die Möglichkeit, hier diese Region einzustellen. Und hier habe ich dann, wie gesagt, die Möglichkeit zu sagen, er soll mir den ganzen Monitor aufnehmen. In den Optionen möchte ich euch jetzt noch schnell was zeigen. Und zwar, do not include debut windows in the recordings. Also, das heißt, er legt mir nichts anderes. Sagt okay. Und er legt mir über das eigentliche Fenster, damit ich diesen Mirror-Effekt nicht habe. Das heißt, ich habe mehrere Fenster hintereinander, die ich sehe. Und er legt mir einfach einen schwarzen Layer drüber. Kann ich ganz einfach zeigen. Ich klicke mit der linken Maustaste drauf, halt gezogen. Und dann wische ich schnell hin und her. Dann sieht man, er kommt gar nicht so schnell nach, diesen Layer zu verschieben. Okay. Hier unten, das erklärt sich eigentlich von selbst. Ich nehme hier auf. Kann passieren, kann stoppen. Hier sehe ich die Zeit, die ich schon aufgenommen habe und den Level des Eingangs. Und hier habe ich dann noch die Snapshot-Funktion. Ja, das soll es im Großen und Ganzen dann zu dieser Software gewesen sein. Ich finde sie sehr, sehr nützlich. Vor allem sie ist kostenlos. Es gibt natürlich auch andere Programme, mit denen man das machen kann, aber die kosten alle richtig Asche und in der heutigen Zeit ist es natürlich besser, wenn es nichts kostet. Okay, das soll die Vorstellung von der Debut Video Software gewesen sein.
Ich hoffe, es hat etwas gefallen. Wenn ja, klickt mich an, macht ein Abo, kommentiert mich. Wenn nein, wie ich schon mal gesagt habe, geht spazieren, macht was Vernünftigeres. Ich verabschiede mich und sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal.